Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Enotria, The Last Song, einem Souls-like-Spiel. Einem Indie-Spiel auch. Und da stürzen wir uns jetzt gleich mal rein, das Ganze im Rahmen einer Kooperation. Und das Spiel ist nicht nur für PC draußen, sondern auch für die PlayStation 5. Also könnt ihr auch auf Konsolen zocken. Ich bin sehr gespannt auf diesen Titel, hab den schon länger im Auge. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Ihr könnt natürlich gerne auch wie immer einen Bot euch hier angucken bei mir oder auf Twitch auf der Seite. Nicht das Tutorial überspringen, wir machen mal ein Tutorial. Auf die Kachel klicken und da kommt ihr dann auch direkt zum Spiel. Ich spiele es natürlich mit Controller, weil es halt ein Souls-like ist und das ergibt einfach Sinn. Also selbst auf PC natürlich. Xbox-Version habe ich jetzt gerade ausgespart, die kommt aber bald auch. Also auch wenn ihr eine Xbox habt, müsst ihr jetzt nicht panisch werden. Die Version kommt auch bald. Ja, und ich glaube, es ist, glaube ich, ein sehr schönes Spiel. Von dem, was ich schon gesehen habe. Bin gespannt, wie sie es jetzt spielt. Spielt in Italien. 40 Stunden Spielzeit, je nach Skill. Das heißt, wir werden wahrscheinlich heute durchkommen. Viele Waffen, Masken, Skills, unterschiedlicher Art. Du hast nicht die Demo gespielt. Ne, die Demo habe ich nicht gespielt damals, Nikola. Nikola fragt nach der Demo. Wir haben ein bisschen längere Ladezeiten hier. Es muss einmal alles hier richtig ausgerollt werden. Jetzt kann ich für dich vertraglich als Witzeschreiber arbeiten. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja schon ein größeres Team an Witzeschreibern hinter mir. Und da ist immer Platz für weitere Nachwuchstalente. Habt ihr das schon gespielt? Hat wer von euch schon Enotria gespielt? Und kann mit guten Tipps helfen? Ah, hier, Marco Titus hat schon gespielt. Helfen muss ich mal gucken. Metal Apes, ja, ich liebe es. Du hast schon gespielt. Siehst du, ja, bei dir hätte ich das auch erwartet. Du spielst ja auch Wukong und so. Aber das ist doch gut. Dann kann ich im Zweifel, gucke ich hier nach Marco und nach Metal Ape. Und dann weiß ich Bescheid. Frimanski übrigens, herzlichen Dank. Commander Krano. Den Support JJ. Ed von Schleck, sagt JJ noch zum Thema von vorhin. Kindliche Geschmäcker. So, fertig geladen, let's go. Menschheit erklomm einen Berg aus gefallenen Göttern und erklärte sich selbst zum Gipfel. Poetisch, einige wenige Rebellen entdeckten die Macht der Künste, die Wirklichkeit nach Belieben zu verändern. Pulcinella, der Musikant der Veränderung. Arlecchino, der König des Theaters. Hauptmann Spaventa, die Sonne von Meridiana. Pantalone, der Händler der Schicksale. Balanzone, der Herold des Wissens. Colombina, die Heilige der Bühne. Die Autoren verfassten den Canovaccio, ein Rollenheft, dessen Bühne die Welt selbst sein sollte. Und so versetzte der Canovaccio die Welt und die Wesen darin in
Stagnation und hielt sie alle hinter einer Maske. Jetzt geht's schnell. In einer Welt der Masken kann nur jemand ohne Rolle sein Schicksal wählen und diese Welt aus der Stagnation befreien. Awaken, maskless one. The stage is set. Und da sind wir. Hallo! Oh, wir sehen sehr hölzern aus. Sind wir ein hölzernes Wesen? Schaut mal. Okay. Schlagen. Ja. Oh, was ist das? Blocken? Okay. Okay. Ja, da sind wir doch schon drin. Was haben wir hier für Spaghetti-Träger? Ja. Oh, das ist jetzt noch ein bisschen Tutorial. Ja, läuft. Oh, der kommt jetzt auf mich zu. Oh, guck mal, der will sich schon wehren. Ist der wahnsinnig? Oh, guck mal, die stehen wieder auf. Ne, ja. Achso, ich muss ausweichen. Okay. Ich habe den Gegner leider verschwendet. Er wollte mir das Ausweichen beibringen. Hi! So, Parade. Wieso? Mach doch mal was. Okay, dann halt der andere. Parade. Ja, ein bisschen. Das war nicht perfektes Timing, aber funktioniert. So. Als nächstes. Der Maskenlose kann den Einfluss des Canovaccio auf allerlei Dinge abschwächen. Durch das Bekämpfen feindlicher Wesen steigt ihre Erschütterungsanzeige an. Wenn sie voll ist, sind sie vorübergehend einem Todesstoß gegenüber ungeschützt. Okay. Okay, blocken kann man auf jeden Fall, wenn die so langsam sind. So, hi, der hat ein Riesenschwert, na? So, jetzt. Ah, jetzt haben wir das. Wenn der Maskenlose einen erschütterten Gegner erledigt, gerät er kurzfristig in einen erweckten Zustand. In diesem erweckten Zustand profitiert der Maskenlose von verschiedenen positiven Effekten, die von der momentan getragenen Maske abhängen. Aha. Okay. Und wie mache ich jetzt einfach mit RD? Ja, so. Mit RB einfach den guten alten Finisher. Und weiter geht's. Oh, guck mal. Also, es sieht schon atmosphärisch aus. Ich mag das hier, diese ganzen Kulissen und sowas. Es hat ja sowas Theaterartiges. Ja, guck mal, sind das hier so? Sollen das so Strings sein? An denen man hängt. Hi, wer bist du? Kennen wir uns? Und jetzt krapschen wir ihm in die Eingeweide. So. Soweit, so gut. Ammonia-Bernstein. Wir brauchen noch keine Gesundheit. Beenden wir das jetzt mal. So. Alles klar. Tür aufmachen. Oh, hier ist es jetzt schon der erste schwierigere Gegner. Oh ja, guck mal. Hallo. Oh!
Oh. Und gib ihm. So, das war der erste Boss. Der Tutorial-Boss. So, dann haben wir hier die Realitätsknoten. Orte zum Ausruhen, an denen du Gesundheit und Ammonia-Bernsteinladungen wiederherstellen kannst. Das gute Bonfire. Da sehen wir es. Tjuhua! Tjuhua! Wir ruhen uns aus. Kleiner Tipp, gewöhn dir die Parade direkt an. Die muss in Fleisch und Blut übergehen. Das Spiel setzt sehr viel darauf. Hast ja gesehen, wie viel Damage du mit dem Finisher machen kannst. Und durch Paraden füllt sich die Erschöpfung der Gegner sehr schnell. Finde ich gut. Machen wir. So, was haben wir hier Neues? Irgendwas Neues? Garnituren. Öffne dein Maskeninventar. Ja. Rüste Maske der Veränderung aus. Das, die haben wir jetzt gerade ergattert, ne? Ermöglicht dir mit schweren Angriffen mehr Waffenschaden zu verursachen. Zusätzlich wird deine physische Kraft erhöht, wenn du erweckt bist. Ah ja, hier, schau mal hier. Okay. Und wir haben... Ist das ein besseres? Bühnengroßschwert? Padel, was? Ausgehärteter Stein. Rüste den Parade-Edelstein ausgehärteter Stein. Aus. Öffne dein Versinventar. Verse. Rüste den Vers Trunkenes Schwert aus. Trunkenes Schwert. Beschwöre ein mit der Kraft des Viehs angereichertes Ardore-Schwert und führe einen mächtigen, schweren Angriff aus. Lade Tempo Presto. Pflasterstein, okay. Was machen Pflastersteine? Kann auf Gegner geworfen werden. Oh, was haben wir hier? Durch das Sprechen des in Platz 1 ausgerüsteten Maskenverses wird deine Waffe kurzfristig mit Gratia angereichert. Das können wir jetzt kaufen für 3 von diesen Rauten hier. Durch das Ausweichen einem Angriff gegenüber wird der Angreifer etwas erschüttert. Ja. Okay. Gratispfad sollen wir ausrüsten. Bereitschaft. Aspekte, Inventar, Aspekt des Soldaten. Die gesamten Erfahrungen eines unbekannten Kriegers. Schläger plus, okay. Jetzt haben wir einiges gemacht. Sehr viele Sachen gekauft. Der Masklose hat bis zu 3 Garnituren zur Auswahl, für die an einem Ruheplatz allerlei Ausrüstung festgelegt werden kann. Beim Erkunden können nur Waffen, Edelsteine und Konsumgegenstände geändert werden. Die aktive Garnitur kann jederzeit geändert werden. Die doppelte Bestätigung der Tauscheingabe erlaubt dir schnelle Auswahl der Garnituren, die momentan in der Auswahlreihenfolge am weitesten entfernt ist. Na gut. Hier Garnituren, alles klar. Also wir haben das Bühnenlangschwert physischer... Da können wir jetzt mal gucken. Das ist das. So wird minimal Schaden. Was haben wir denn hier? Kann ich was Zweites ausrüsten noch, wenn wir wollen. Oh, guck mal, das zum Beispiel, das haben wir gerade ausgerüstet. Nee, das ist das Bühnengroßschwert. Das macht 124. Das ist ja, das, oh, guck mal hier, das macht 166. Aber da bin ich wahrscheinlich langsamer mit. Das ist ein Ultragroßschwert. Was ist mit Gewicht? Nehmen wir irgendwo eine Gewichtsanzeige. Das war überhaupt nicht meine Absicht. So. Kann ich das zweihändig nehmen?
Also okay, so kann ich das schnell wechseln. Ah. Guck. Aha. Ah ja. So, bleiben wir mal. Das ist doch ganz schick. Warte, wir wollen uns nochmal kurz ausruhen und meine Dings wieder auffüllen. So, ich weiß nicht, ob ich das zweihändig führen kann, das Schwert. Halt, der zwei gedrückt. Ah. Aha. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Fahrstuhl und dann let's go. Hallo! Oh, Maskenferse. Maskenferse sind mächtige Ardore-Fähigkeiten. Um sie anzuwenden, muss der Maskenlose seine Gegner mit Angriffen treffen, wodurch die Ferse allmählich aufgeladen werden. Hallo. Dieser Gegner hat eine natürliche Verteidigung gegen Fatuo. Das macht ihn immun gegen Fatuo-Schaden, aber verwundbar durch Gratia. Versuche deine Waffe mit Gratia anzureichern und Gratia-Ferse zu benutzen, um erhöhten Schaden zu verursachen. Das ist schon nicht so unkomplex. Macht mir eben gar nichts. Das passiert ihn überhaupt nicht. Warte, wie mache ich das jetzt mit diesen Gratia-Fersen? Macht das noch nicht richtig. Gerade. Autsch. Oh, der hat eine krasse Reichweite. So, warte. Das, jetzt haben wir es. Das war aufgeladen. Durch das Angreifen habe ich das aufgeladen, jetzt kann ich es ausrüsten. Gratia bewirkt den Zustand strahlend, wodurch die Gesundheit allmählich wiederhergestellt wird. Allerdings erzeugt erlittener Schaden bei Betroffenen eine mächtige Explosion. Oh. Wenn ein Gegner vom Zustand strahlend betroffen ist, wird seine Gesundheit mit der Zeit wiederhergestellt. Wenn du ihn triffst, löst du allerdings eine kräftige Explosion aus, die dich zurückstoßen kann. Damit beendest du den Zustand vorzeitig. Versuche Fernkampfangriffe zu verwenden, um nicht zurückgestoßen zu werden. Ach so, habe ich aber ja gar nicht. Physische Verteidigung, Elementarverteidigung mindern verschiedene Schadensarten ab und müssen einzeln verstärkt werden. Achte immer auf die Waffe, die der Gegner verwendet, denn sie gibt Aufschluss darüber, welche Art von Elementarschaden er verursacht. Oh, ist schon recht komplex auf jeden Fall. So, der liegt jetzt im Staub, weil ich den sehr gut besiegt habe. Oh, warte, guck mal, der macht jetzt was anderes. Immer einen anderen Schaden. Das ist dieses lila Ding, alles klar. Rapsch. Der ist auch down. Ah, okay, wir dürfen weiter. Der zerbröselt. Gib mir diesen belebenden Stone. Stone. Ah, hier, schöne warme Sonne. Wies bewirkt Benommenheit, wodurch sowohl verursachter Schaden als auch Ausdauerregeneration auf Kosten verringerter Verteidigung erhöht werden. Das ist das hier. Wenn du von Benommenheit betroffen bist, wird aller Schaden, den du verursachst, zusammen mit deiner Ausdauerregeneration erhöht. Allerdings wird auch all deine Verteidigung reduziert. Ja, das ist ja gut. Ich werde ja nicht getroffen. Ich teile ja nur aus. Was haben wir hier? Im Schwinden der Länder werden meine Sünden offenbar. Und so singe ich dieses Lied in der Hoffnung, dass es der verlorenen Welt Veränderung bringe. Wir lösen den Knoten. Pump. Cordia Resonante. Wir können uns ausruhen, das ist aber nicht nötig. Guck mal hier, was ist das? Ich habe gerade ein Wacholderschwert bekommen.
Was kann das? Ich möchte es mir angucken. Bühnengroßschwert. Bühnenlangschwert. Wo war jetzt denn dieses Wacholderschwert? Bühnenultragroßschwert. Was ist hier mit diesem Wacholderschwert? Da, Wacholderschwert. 104 Schaden. Aber das muss ja irgendwas Elementarschaden. In was ist das Ding denn besonders gut? Oh, lol. Ja. Probieren wir es mal damit. So, hier die ganzen armen Puppen. Da geht's weiter und da geht's. Wir kamen von da, glaube ich. Es sieht hier zwei Richtungen, oder nicht? Sehe ich hier nicht zwei. Ah, hier komme ich nicht hoch. Okay. Gut. Adore-Schaden. Achso. Ja, 101, ja, okay. Oh, das sieht schön aus, guck. Quinta. Oh, so eine richtig schöne italienische Ruine da hinten. Komm ich da rauf zu der? Darf da nicht rauf, schade. Das schöne Sonnenblumenfeld. Ah, seid ihr böse? Oh ja, da muss ich euch wohl mal besiegen. Hallo, ich bin's, euer größter Albtraum. Oh, jetzt, okay, jetzt sind aber langsam ganz schön viele Leute hier. Okay, jetzt schleiche ich mich ran. Oder auch nicht. Okay, wahnsinnig, auf jeden Fall. Ja, da mit den Flammen muss man aufpassen. Das kann man meistens nicht so gut parryen, weil Flammen sind halt Flammen, ne? So, ich habe das Gefühl, ich bin schon sehr gut. So, du siehst... Oh, die sind zu zweit. Lassen wir mal den Flammenboy hier erstmal seine Patrouille ablaufen. Dankeschön. So, ich muss kein Stealth machen. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber wieso habe ich gerade keine... Was war das denn? Okay, so, der schmeißt mich von oben mit irgendwas ab. Warum darf der das? Das ist wohl unfair. Ein Hieb hat gereicht. Warum darf der mich auch einfach abschmeißen? So, da geht's weiter. Hier ist erstmal noch ein Item von dem Tybi. So, jetzt gehen wir erstmal diesen Weg hier durch diesen Torbogen. Guck mal, ist das nicht ein schöner Strand? Küste von Quinta. Oh, ist doch schön. Ich mag, dass das auch so ein bisschen hell ist. Nicht immer alles dunkel. Okay. So, dann die helle Bade soll ich mir anschauen, wird hier vorgeschlagen. Diese hier, die Bühnenhellebarde. Können wir mal machen. Ja, ganz gute Reichweite, ne? Oh, schau mal hier. Da will man da nicht mit seinen Füßen in den seicht abfallenden Strand hineinwarten. Oh, der will mich beschießen, das sehe ich doch. Der hat einen Armbrustbolzen. Ah, das ist genau. Oh fuck, ich habe keinen Ausdauer mehr. So, über was unterhalten die sich da? The last memory departs.
Die machen Theater. Die üben. There is a tantalizing side to that with no form, no name, no limit. Kann ich da rauf? Ich will mitspielen. Ich bin auch Schauspieler. Hallo, ich will mitspielen. Ist es ein echtes Bühnenstück oder haben die das selber geschrieben? Hier kann man sich sogar hinsetzen und zuschauen. Das Leben ist ein endloses Theater. Ist schon ganz süß. Ich hatte hier gerade so ein Amulett bekommen. Wo kann ich das denn ausrüsten? Da. Erhöht das Glück für einen langen Zeitraum. Ah, okay, verstehe. Das heißt, das wird dann aber verbraucht sein. Hallo? Ah, okay. Fand ich jetzt unnötig. Oh, hat er mir noch einen mitgegeben, weil ich den Finisher nicht richtig angesetzt habe. So, da oben war schon wieder so ein Armbrustboy. Der nicht weiß, was Manieren sind. Stechender Humor. Getötet, okay. Eklektische Unterhalter mit einem endlosen Repertoire an eingängigen Witzen. Eine niemals endende Scharade, gezwungen, ohne aufhören zu können, bringen sie die Pointen selbst, wenn ihre Zunge und Kiefer schon lange versagt haben. Wie viel von den Flaschen haben wir? 3. Ey, 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 ey! Oh, das Ding ist sehr langsam, leider. Die helle Bade, da muss man sich ein bisschen drauf gefasst machen. Knisternde Fackel. Von wem gekauft? Okay, warte mal, wer hat mich denn jetzt hier die ganze Zeit geärgert? Da, wer bist du denn? Frech, frech, frech. Die sind wirklich in einem endlosen Dialog, der sich immer wiederholt. Durch Verwenden von Ardore-Ausbruch auf verschiedenen Glyphen auf dem Boden kann der Maskenlose die unmittelbare Umgebung vorübergehend verändern. Danach kehrt alles wieder an seinen Platz zurück. Ah, okay. Da ist so eine Glyphe. Und da ist die Kiste und da komme ich nur ran, wenn ich das jetzt hier mache, schätze ich mal. So viel verwende ich den Spaß. L2. So. Bam. Guck mal, jetzt kommen wir hier rauf. Komme ich jetzt darüber? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt darüber komme. Nö, tot. Nee, doch nicht tot. Komme ich überhaupt hin? Saufe ich hier ab? Nee, jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern. Das wird ja mit der Zeit wieder aufhören. Ich muss jetzt wissen, ich komme da raus. Okay, ist vorbei. Also jetzt komme ich da rauf. Ach, guck mal, ach so. Verstehe, hier ist noch einer. Ha, okay, so läuft das hier. Aha. Was haben wir denn hier drin in der Kiste? Oh, eine Küstenharpune. Die darf man bestimmt schleudern, oder? Küstenharpune.
Wahrscheinlich kommt die dann hier rein. Oder? Alte Gabel? Nee. Wo kommt die rein, die Harpune? Also hier ist der Weg wahrscheinlich zu Ende. Und wir schauen mal, ob hier schon alles besiegt. Da geht's hoch. Aber wir haben, das ist natürlich so ein Moment jetzt wieder. Ich könnte da lang. Ich weiß aber, in der anderen Richtung gab es, glaube ich, auch noch was, ne? Können wir nochmal ganz kurz zurückkehren. Dass uns hier nichts entgeht. Können uns auch nochmal ausruhen, aber dann sind ja alle Gegner wieder da. So, warte. Genau da kamen wir her. Was ist hier? Diese Grotte. Oh, guck mal. Die unvermeintlichen Riesenkrabben. Hallo Leute. Ja, alles klar, ihr wollt Ärger. Ich sehe schon. Ist ja kein Problem. Dieser Gegner hat eine natürliche Verteidigung gegen Wie. Ist das eigentlich Vino wie Vino? Wein? Also irgendeine Form von Alkohol. Das macht ihn immun gegen Wie-Schaden, aber verwundbar durch Fatuo. Versuche deine Waffe mit Fatuo anzureichern und Fatuo-Ferse zu benutzen, um erhöhten Schaden zu verursachen. Ja, so ein bisschen Steinpapierschere. Da oben links sieht man das ja auch. Also der oben links, dieses Diagramm, also es hat ja ein, diese Klaue da hat ja ein breites Ende und ein spitzes Ende. Und da, wo das breite Ende ist, ist die Immunität und wo das spitze Ende ist, ist die Verwundbarkeit. Sozusagen irgendwie, ne? Also wie ist... Wer wie ist anfällig gegen Fatuo, Fatuo ist anfällig gegen das andere und das ist wieder anfällig gegen das Grüne, irgendwie so. Ey, warte doch mal. Oh. Oh, da kommt noch so eine hässliche Krabbe. Ah, Schalentier. Zerbröselt. Zerbröselt nunmehr. Hymne der Tatkraft. Yes, da werde ich wahrscheinlich ertrinken. Deswegen gehe ich da nicht ins Wasser. Bin zurück, wie ist es bisher, fragt Gesa. Gut. Also es hat einen ganz eigenen Stil. Wirklich so diese italienischen Landschaften. Es gefällt mir sehr gut. Spielerisch ist es zu Beginn recht komplex. Aber ich glaube, da findet man sich schnell rein. Wir könnten jetzt, weil wir haben jetzt nur noch eine Flask. Nee, wir könnten uns da ausruhen. Wir können aber auch einfach sagen, ich gehe jetzt den Weg lang und wir nehmen das nächste. Da wird ja wieder was kommen. Dann sind ja die Gegner alle wieder da. So, auch hier wieder zwei Wege. Gehen wir erstmal da hoch. Kennen wir uns? Nee, kann ich mich anschleichen? Oh, hahaha, ich kenne doch meine Pappenheimer. Genau. Das war nämlich eine Falle. Okay, das hat einfach nichts gebracht. Und einfach mal abgestochen. Aber der steht nochmal auf. So. Ja, das Parry ist immer schon sehr befriedigend.
Oh, hier ist eine Weinladung. Oh, guck mal, da unten ist noch ein Item. Zwei sogar. Da habe ich gut aufgepasst, finde ich. Oh, fuck. Was? Ich blockte. Ich blockte. Nee, das sehe ich nicht ein. Komme ich da überhaupt von der Seite rüber? Oder? Ja, war das genau wie eben. Der kleine... Okay, das nehme ich dir jetzt übel. So. Kleiner Bauerntölpel. So. Was fällt euch ein? Hier hoch und dann droppen wir uns da wieder. Hier aufs Dach. Oh, Hilfe. Diese Terrakotta-Ziegeln. Ja, da sind meine Sachen. Und jetzt gibt's Ärger. Oh, er ist halt schneller als ich. Diese Hellebarde ist halt sehr langsam. Okay. Jetzt passiert exakt das gleiche wie eben. Im Unterschied, dass ich diesmal gewinne. So. Tschüss. Schweinemann. Lass ich mir nicht gefallen. Von dem Typ. So, der schmeißt die ganze Zeit da seine komische Himbeersoße. Was? Lebst du noch? Nee. Der ist nur dramatisch langsam, wie er zu Boden sinkt. So, gib mir all die Sachen, die ich haben will. Hier kommen wir leider nicht hoch an diesem alten Wrack, mehrere Wracks. Das ist ja offensichtlich eine sehr gefährliche Küste hier. Guck mal. Was ist denn in der kleinen Grotte hier? Oh, eine Kiste. Bestattungshieb. Kann ich den nicht noch ausrüsten vielleicht? Nee. Ja, also diverse Buffs, die man hier gut nehmen kann. Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Zwar am Bonfire ausrüsten, ja. So. Komme ich hier so zurück? Ja, ne? Ja. Okay.
Das haben wir schon gemacht. Dann laufen wir wieder zurück. Hallo. Diesmal komme ich von der anderen Seite, ne? Diese Fackel, Boys. Reichweite ist gut von der Hellebarde. Wollen wir uns miteinander, oder? Ich finde das irgendwie cool mit diesem Theater. Das hat was sehr Passendes. Wie die dort in ihrem endlosen Dialog gefangen sind. Alles, was um sie herum passiert, interessiert sie nicht. Sie hören nur sich selbst, sind in ihrer kleinen Echo Chamber. Gehen wir diesmal hier links lang. Ist das hier ein kleiner Hain? Wieso habe ich meinen Dings nicht genommen? Ein super Angriff. Ja, dann halt so. Was ist hier am Schrein? Eine Armonia-Expansion. Nehme ich alles mit. So, hier ist auch noch was versteckt. Was ist das? Hephaestit. Wir haben jetzt schon 3000 von diesen Fragmenten da gesammelt. Können wir bestimmt gleich ausgeben. So, erstmal wieder hier, ne, der alte. Ja, natürlich, exakt, das ist passiert. Seinen blöden Pfeil geblockt. Ah, der lebt noch, guck. Oh, ich muss aufpassen. Das war komplett unnötiger Schaden, den ich hier gerade noch genommen habe. Hochnäsigkeitsschaden nenne ich es. So, hier kommt auch bestimmt Ammonia-Expansion mehr Estus. Geil, das ist ja voll das starke Item. Das brauchen wir gleich. Das muss ich aber wahrscheinlich am Bonfire dann machen hier, ne? Realitätsrisse. Das Öffnen eines Risses bewirkt Veränderungen in der Umgebung, solange du innerhalb seiner Grenzen bleibst. Wo ist der Realitätsriss? Haben wir hier einen? Wo ist er denn? Da. Gucken wir uns gleich mal an. Oh. Alter, was? Was ist denn mit denen los? Sie sind irre. Die haben sich von der Klippe gestürzt. Die waren wahnsinnig geworden. Und jetzt? Haben wir eine Brücke. Aber ich muss ja auch nochmal da runter. Aber es scheint mir nicht der Weg zu sein. Ja, ich komme wahrscheinlich von der anderen Seite dahin. Wie lange hält denn diese Realitätsveränderung? Muss ich mich beeilen? Muss ich sprinten? Oder links? Seht ihr das? Da geht's runter. Oder ist es jetzt ein dauerhafter Effekt? So, guck mal. Leiter. Da oben komme ich von da durch. Alles klar. Und dann kommen wir da runter. Und dann sind wir da. Oh. Da zerbröckelt sie wieder, die Brücke. Bröckelbrücke. Oh, wir sind im Unterviertel in Quinta. Oh, hier ist richtig leck. Oh. Da kann ich die Ausrüstung verbessern. Okay. So, wir ruhen uns aus. Jetzt kann ich doch bestimmt irgendwas machen.
Level up oder so. Aufleveln. So, aufleveln und... So, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir sind Schläger, Assassine, Elementarist, Trickster oder Kampfmagier. Ja, wahrscheinlich klassisch Schläger, oder? Ich sehe uns ja eher so klassisch. Ich weiß nicht genau. Ausdauer wird da mehr werden. Adore-Kraft. Das ist wahrscheinlich alles interessant. Alles, glaube ich, ganz interessant. Ausdauer, Angriffskraft, Verteidigung. Ich will aber Angriff. Das ist hier bei Assassine. Also Schläger gibt mir mehr Gesundheit und Verteidigung. Assassine gibt mir mehr Angriffskraft. Ich finde Angriffskraft schon sehr, sehr wichtig. Die Sachen sind sicherlich auch wichtig. Gegen spezielle Gegner kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ja, Ausdauer ist auch immer ganz gut. Und nochmal ein. Und ansonsten gehen wir mal hier auf Angriffskraft. Pumpe ich mal einfach hier auf 140 voll. Und das bestätige ich. Ja. So, wie war das jetzt mit dem... So, also ich kann doch da mehrere Sachen ausrüsten, oder nicht? Wir haben das trunkene Schwert. Wir haben den goldenen Bolzen. Zack. Dann haben wir Tugend der Duellanten. Die Küstenharpune. Den Bestattungshieb. Eine Hellebarde haben wir sowieso schon dabei. Das ist ja dann eher Fernkampf, ne? Machen wir mal so. Aha, okay, warte, das kostet auch Kohle, ne? Die habe ich jetzt ja schon ausgegeben. Ah ne, das kostet voll wenig. Kann ich mir alles leisten. So, das sind die verschiedenen Pfade hier. Was können wir denn nochmal nehmen? Malano, das sind die Bereitschaft. Gibt es hier was mit Parry? Das ist auch gut. Deine Statuskraft und durch Todesstöße verursachter Schaden werden erhöht. Finde ich völlig sinnvoll. Yeah, ich will aber Parry erhöhen. Durch leichte Angriffe verursachter Schaden erhöht den Schaden von schweren Angriffen und umgekehrt. Durch erlittenen Nahkampfschaden wird dem Angreifer ebenfalls physischer Schaden zugefügt. Finde ich gut. Oh, der ist stapelbar. Das ist alles gut. Wo? Da, das perfekte Parieren eines Angriffs heilt dich um einen Anteil deines Gesundheitsmaximums. Das ist das einzige Parryen, was wir hier haben. Das ist das. Dauer. Erhöht, ja, das kostet 20. Das ist natürlich schon sehr viel. Also das finde ich ganz gut. Wenn wir das häufig nutzen. Und dann gehen wir hier nochmal zu diesem Parry. Knotenpunkt. Da. Düpp, düpp. Dann haben wir das. Finde ich nicht schlecht. Scheinbar wird deine Ausdauerregeneration erhöht, ja. Finde ich auch einen ganz guten Basic. Und das machen wir jetzt auch. Das können wir uns nicht leisten.
Während eines Maskenverses verwendet wird, wird dieser Maskenvers bei einem erlittenen Treffer etwas aufgeladen. Wir wollen uns ja nicht treffen lassen. Die denken, sind wahrscheinlich auch ganz interessant. Zu teuer, kann man sich alles nicht leisten. Wenn deine Ausdauer über eine gewisse Schwelle liegt, werden deine Status und Elementarkraft etwas erhöht. Ja, machen wir das mal einfach mit. So. Manche sind passiv, andere musst du ausrüsten. Perks, nicht Skills. Peyton, vielen lieben Dank. 08 Flo. Auch dir herzlichen Dank. Skills waren die goldenen davor. Warte, was meinst du? Diese hier? Das hier, ja? Das sind die Skills, aber ich dachte, dass ich das Parryen einfach stärken kann. So, was haben wir hier im Brunnen? Eine Stadt im Wandel. Die Stadt Quinta wurde langsam aber sicher zu einer Zuflucht für Menschen, die sich in Frieden den Künsten widmen wollten. So, das ist doch jetzt eine abgefahrene Ortschaft. Dann wollen wir mal gucken. Hier wird permanent gefeiert. Das Vino-Fest. Hier ist eine Tür. Das ist ein Shortcut vermutlich, den ich von hier nicht aufkriege. Völlig richtig. Dann gucken wir mal hier rein. Kriege die Tür auf. Nee. Schade. Aber ich höre es doch hacken hier. Erstmal können wir hier runter. Das hatten wir uns ja vorgenommen. Wird die jetzt nicht runterfallen? Ja, mal super, man kann sliden. Slidey slide. So, dann gucken wir mal von hier oben erstmal kurz zur Statusbestimmung. So, da ist nicht so viel los. Da oben hackt irgendwer sehr energisch auf was rum. Ist uns jetzt egal. Slidey slide. Das ist das Gute, wenn man nicht aus Fleisch und Blut ist, dann holt man sich keine Splitter bei solchen Unternehmungen. Wo ist der... warte, hier muss doch noch eine Leiter sein. Entschuldigen Sie. Ich sehe hier keine Leiter. Wollen Sie etwa, dass ich hier einfach so runterspringe? Oder was ist euer Plan? Werde ich das denn überhaupt überleben? Oder werde ich an den Felsen zerschellen und einen grässlichen Tod sterben? Also mein Gefühl ist, ich werde einen grässlichen Tod sterben. Wo ist denn die Stelle, wo ich mir am meisten Chancen erhoffe? Da ist halt Wasser, aber halt auch flaches Wasser. Okay, jetzt was ist denn mit diesen Ranken? Kann ich bestimmt nicht hochklettern. Ach, das hat ja ganz gut geklappt. Aber das kann doch nicht so gewollt gewesen sein. Es muss eine Möglichkeit geben, dass man da keinen Schaden nimmt. So, guck mal hier. Fremp. Können wir sogar einmal kurz rasten und diesen kleinen Lebensschnipsel wiederherstellen, weil wir haben jetzt eh keinen Gegner besiegt. So, da geht der Pfad hinauf. Da steht wieder ein wilder Fackelboy. Aber was jetzt? Jetzt geht er nach Hause und rollt das Fass runter. Na komm, roll das Fass runter. Ich weiß genau, was du machst. Na komm, roll's runter. Na komm. Na dann halt später. Kümmern wir uns erstmal hier um diesen Küsten... Pirat.
während der mich da von hinten voll pustet mit Himbeersoße. So, was ist mit dir, der hat keine Beine mehr? Ist es der, der sich da runtergestürzt hat? Hättest du auch von bzw. neben der Brücke runter können? Ganz oben, meinst du? Keine Ahnung. So. Geben Sie mir sofort das hier. Die Gewürze. Was ist hier? Ist hier ein Geheimnis? Nee. Kein Geheimnis, glaube ich. Wasserfall. Oh, Hängebrücke, Wasserfall, immer gute Kombination. Aber das ist da mit dem Fass. Wir gehen erstmal diese Richtung hier. Hier gibt es nämlich... Guck mal, das sind die, die runtergesprungen sind. Die haben allesamt keine Beine mehr. Ach, das tut mir richtig weh in der Seele. Spratz, spratz, spratz. Er will auch nochmal eine Runde spratzen. Jetzt bin ich getroffen worden. Bin ich sauer. Au, dumm. Unsouverän. Was für ein trauriges Dasein. Stürzen sich betrunken von der Klippe. Haben keine Beine mehr. Was ist mit euch? Ah ne, warte. Hier sind die anderen von der Klippe. Oh, scheiße. Oh. Was sind das für Lemminge hier? Die haben sich... Oh, da auch. Was ist mit den Leuten los? Warum haben die das gemacht? Und man will da in dem Wasser baden, ne? Trotz der massiven Ansammlung von Leichen. Ja, was willst du machen? Tut mir jetzt sehr leid für die. Haben sich da einfach runtergeschmissen. Ich hatte doch irgendwas Köstliches gerade. Was habe ich denn gerade aufgesammelt? Eigentlich, das sah groß aus. Irgendwas hatte ich gerade eingesammelt. Was war das? Ja, wir sind schon ganz gut ausgestattet. Das war das das? Oh. FST-Fragmente, die dazu verwendet werden. Waffen. Ah, das kann ich wahrscheinlich an dem Amboss machen. Ich habe gar nicht die Waffen verbessert. Bei welcher bleiben wir denn überhaupt? Wollen wir bei der Hellebarde bleiben? So, jetzt schmeißt er dieses Fass nach mir. Der wartet schon die ganze Zeit. Hahaha, jetzt schmeiß ich das Fass auf ihn. Ja, ja, mach doch. Ist mir doch egal. So, wer bist du? Kennen wir uns? Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich muss nochmal zurück da oben zu dem Amboss und meine Waffe verbessern, aber ich weiß noch nicht genau, welche ich verbessern will. Ah, jetzt will er mich wieder abwerfen. Ach du Scheiße, na gut, jetzt ist es eh zu spät. Ganz schläfrig. So, jetzt reicht's mir mit deiner Himbeersoße. Meine Güte. Was ist denn los mit dir? Die sind alle völlig verrückt.
Guck mal hier, ein hoher Turm. Ein alter Wehrturm. Was erwartet uns da oben? Knarz. Da ist was auf der dicken Rand. Oh, hohohoho, genau, mein Freund. Das überlegst du dir besser nochmal. Okay. Oder nicht? Der kommt mit seiner Hellebarde. Kümmern wir uns erstmal um den. Und tschüss. Tja, immer noch so ein letztes Abschiedswort auf den sterbenden Lippen. Was haben wir hier? Legenden erzählen von einem Ritter, der eine mächtige Bestie nach einem Kampf für die Geschichtsbücher niederstreckte. Zum Dank machte ihn der Herzog von Elsa zum Lord, zum ersten Lord der gesamten Region. Da hat er sich aber, finde ich, dann auch verdient. Ich hätte auch hier vorbeischleichen können. Habe ich aber nicht gemacht. So, da ist noch eine schöne Truhe. Was hast du für mich Feines? Eine kaputte Majolika. Da ist wieder so ein Bonfire. Da müssen wir erstmal die Ranke entlang. Sind doch ein Röschen-esk hier, oder? Oh, hier auf. Ist hier unter mir irgendwas? Oh. Okay, alles klar. Ja. Reichweite ist natürlich bedeutend geringer mit dem Kurzschwert hier. Das habe ich gerade jetzt bezahlt. Da ist die Brücke, bei der, über die wir gekommen sind. Da geht's runter. Stampf. Also so, wenn von der Vegetation, diese Steilküsten und die Architektur der Gebäude, das ist schon sehr italienisch. Ja. Und dahinter. Das wirkt schon alles sehr passend. Komme ich doch irgendwie rein. Aber wie? Da waren wir schon. Ich höre es doch hier auch schnauben und so. Oh. Na, dann wollen wir mal gucken, was du machst. Bestimmte Bereiche sind derart von Canovaccio umwoben, dass der Maskenlose sie nach dem Betreten vorübergehend nicht verlassen kann. Um seine Freiheit zurückzugewinnen, muss er alle Gegner in der Nähe besiegen. Ja, das mache ich. Das traue ich mir zu. Oh, hi. Wenn ein Gegner von Benommenheit betroffen ist, erhöht dies... Ja, okay, das kennen wir ja schon. Ja.
jetzt bist du hinüber, oder? Ja. Ey, was ist... hä? Wo? Ah, da! Ekelhaftigkeiten. Da, dieser Erdbeerduft die ganze Zeit in der Luft. Ei. Das ist aber schwer, dem... Armbrustschützen ist nicht so einfach, dem auszuweichen. Ist jetzt hinüber, ja. Die warten immer sehr lange mit ihrem Schuss. Ah, das können wir jetzt hier machen. Das ist fantastisch. Schwanz der schwarzen Katze. Das ist so ein schneller, ne? So ein Säbel oder sowas. Da. Oh ne, gar nicht mal. Überhaupt nicht. Oh. Interessant. Malano bewirkt Krankheit, durch die man Zeitschaden erleidet und Wesen in der Nähe ansteckt. Okay. Das finde ich jetzt erstmal ein sehr interessantes Gerät. Wir müssen aber noch weitere Ekelhaftigkeiten ausschalten. Sonst komme ich nicht wieder nach Hause. Sehe ich das richtig? Oder habe ich das jetzt schon gemacht? Bin ich jetzt schon wieder zu Hause? Bin ich ganz sicher. Also kann ich gar nicht auf. Ich glaube, das war's schon, ne? Du denn Feindes? Schwur der Reinheit. Schwur der Reinheit. Das können wir auch noch am Bonfire ausrüsten, oder? Schwur der Reinheit. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt wieder zurückgehen, wie ich das verstehe. Haben wir jetzt hier alles erledigt. Oder wie, oder was? Da waren wir auch schon. Die Waffe kannst du mit deinen aktuellen Werten nicht richtig führen. Das ist ein sehr guter Hinweis von Metal Ape. Und, ach so, warte mal, liegt das daran, dass sehe ich das an dem roten Umriss? Ah ne, an dem X sehe ich das. Ah, okay. Verstehe. Was brauchen wir denn dafür, um das richtig zu führen? Sehe ich die Anforderung irgendwo? Da. Ah, okay. Da muss ich ja noch einige Level für verdienen. Dann nehmen wir doch einfach stattdessen wieder die helle Bade. Wäre gar nicht so schlecht. Aber die sah ganz cool aus, mit diesem grünen Giftschleier, den sie um sich trägt. Diese Klinge. So, was ist hier mit dem Wasserfall? Beherbergst du irgendwas? Nee, ne? Kann ich darüber? Nee. Hier komme ich eh nicht weiter. Ich muss mich teleportieren. Da ist ja kein Aufgang. Das haben wir ja alles gemacht. Da waren wir auch. Ich meine, hier ist weiter nichts. Das
wollte ich gar nicht. Du müsstest auch am Bonfire deine Perks nochmal überprüfen, ja? Muss ich? Meinst du... Warte mal, hier haben wir 16. Was ist hier eigentlich Phase? Kann ich das dann nicht noch mit reinnehmen? Ah, guck mal hier, ich habe so viele Sachen. Wo ist das mit dem... Wo ist mein Parry-Ding? Da. Haben wir? Ich spare mir jetzt mal die Kohle, weil ich da jetzt zum Schmied gehe. Und guck mal, ob ich da irgendwas kaufen kann vielleicht. Was mich happy macht. So, das gefällt mir hier. Oh, guck mal da, den habe ich gar nicht wahrgenommen vorhin. Hallo. Pulcinella. Hush, hush, my promising prodigy. Head for the castle atop the hill, and all will be revealed. Okay. Hush, hush, my promising prodigy. Dann mache ich das. Head for the castle so. Masken sowie Maskenferse und Waffen können durch Schmieden verstärkt werden. Diese Aktion erfordert Memoria und bestimmte Materialien, die in der ganzen Welt zu finden sind. Alles klar. Dann lass uns mal schauen. Was wollen wir denn verbessern? Das ist ja Quatsch. Können wir noch nicht nutzen hier die Sachen. Also, wir haben ja... Also ein Großschwert macht natürlich... Haben wir jetzt noch gar nicht richtig gespielt. Macht natürlich richtig mächtig Damage. Wir haben jetzt natürlich die meiste Zeit mit der helle Bade gespielt. Macht, finde ich, auch recht gut Damage. Bisschen langsamer. Oder halt das klassische... Was hatten wir genommen? Das Bühnengroßschwert hatten wir, glaube ich, ne? Ist auch ganz gut. So, kostet 600 Mark. So, das verbessert. Ich meine immer die helle Bade jetzt. Seht ihr, das kostet nämlich auch diese Memoria und da haben wir gar nicht so viele von. Wir könnten es sogar noch weiter verbessern. Brauchen wir ein bisschen Kohle für. Und was ist mit... Hier, was bringt uns das? Das können wir auf plus 1 setzen. Können wir den Effekt wahrscheinlich einfach auch verbessern. Okay. Müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Oder haben wir hier irgendwelche Seelenchecks oder sowas? Warte mal. Da. 6 Stück. Gewährt bei Verwendung Memoria. Ja, guck mal, das können wir dann doch einfach alles aufessen. Wie viel kriegen wir denn dadurch? 200. Ich esse einfach alles. So, jetzt können wir tatsächlich unsere helle Bade. Bleib jetzt mal bei der helle Bade, die habe ich selten gespielt, auch bei anderen Souls-Spielen. Ah, hier kann ich nicht durch, alles klar. Da ist ja Sackgasse. Und das heißt, wir können, glaube ich, tatsächlich dann nur hier lang.
So, Leute, ich bin da wieder. Ich bin bereit zum Kämpfen. Kommt, zeigt euch. Wer will Ärger? Der will Ärger. Was haben wir hier? Gehen wir erstmal an diesen... Oh, hier wollen auch wieder Leute Ärger haben. Ah, lol. Alles ist eine Bühne hier in diesem Ort, ne? Ich greife euch nicht an. Wenn ihr mich nicht angreift, hier gibt es Wein. Schlückchen. Okay. Das war das Mieseste, was ich hier erlebt habe. Das werdet ihr sowas von bitter bereuen. Tschüss. Unglaublich. Habt ihr das, diese verräterischen kleinen Tanzmäuse gesehen? Wie ich die wirklich gnadenvoll in Ruhe gelassen habe. Und das... Das ist der Dank. Ja, Tiberion, das ist völlig okay. So, was haben wir hier? Gar nix. So, hier ist völlig klar, dass wir das nicht nochmal machen, ne? Völlig klar, dass ihr jetzt alle dran... Was bist du denn? Okay, offensichtlich nicht mein Freund. Hunde finde ich in allen Souls-Spielen mega nervig, weil die so schnell sind und flink und ausweichen können und... So, hier sehe ich doch schon wieder einen Schatten von irgendwas. Hallo. Tschüss. Manchmal kommt es mir so vor, als ob dieses Fest schon zu lange läuft, aber es gibt auch Vorteile. Die Auswahl an Essen ist erstklassig. Wein, Fleisch, Obst, Leute. Letztens bekundete ein guter Freund seine inbrünstige Verachtung für seinen Cousin, woraufhin ich ihm scherzhaft entgegnete, dann halte dich an die Kartoffeln. Ah, ein neues Schwert. Die Silberwespe. Was kann die Silberwespe? Da, darf ich ihn noch nicht tragen. Elementarwaffe. Ist nicht schlimm. So. Jetzt kann ich da hoch und da hoch. Wir gehen erstmal hier hoch. Oh, da ist das Shortcut. Fieser Armbrustschütze. Hallo. Tschüss. Guck mal, hier ist... reichhaltige Speisen aufgetischt. Oh, hier ist wieder ein Buch. Winde der Wind of Change. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass der erste Lord als Regent nicht so geschickt war wie er als Ritter. Sein übertriebener militärischer Eifer machte ihn bei der Bevölkerung zunehmend unbeliebt. Er erzählt eine durchgehende Geschichte. Hallo! Sind wir jetzt auch wieder... Sind wir Buddies oder was ist los? Okay. Das ist ein Rätsel. Aha, ich lasse den mal am Leben. Obwohl wissend, dass das auch ein Fehler sein kann. Ach, was? Hallo? Aha, von wegen. Das war nämlich gar nicht der Shortcut, den ich eigentlich dachte. So, jetzt gehe ich aber nochmal da hoch. So, warte, hier ist wahrscheinlich jetzt zu. Das ist jetzt weg, schade. Da ging noch eine andere Richtung lang.
Das check ich nochmal aus. Was mit dem ist, weiß ich nicht. Aber ich lasse ihn am Leben. So, und zwar hier rechts lang. Ah ja, alles klar. Kann man nämlich auch blocken, den Pfeil. Den Bolzen der Armbrust kann man wunderbar blocken. Das war so klar. Ich wollte das schieben. Habe ich mich selber eingedampft. So, wo komme ich hier hin? Ich spring mal einfach runter. Hallo. Okay, der ist... Alles klar. Okay, verstehe. Das ist so ein Moment. Alter. Okay, der hat wieder so in mich reingekloppt. Ja, ja. Also, dann wollen wir mal hier wieder direkt loslegen. Sorry, ihr habt euch meiner Gnade nicht würdig erwiesen. Deswegen müsst ihr ja leider alle sterben. Der Hund ist mir egal. Not interested in the Hund. Das ist neu. Ja. Der wollte mich auch wieder mit irgendwas bewerfen, oder? Ganz vergessen. Autsch. So, hier waren wir schon. Wie komme ich jetzt zurück? Muss ich wieder diesen Geheimweg nehmen oder was? Wie sieht das aus? Ich befürchte fast. War das hier? Warte, war das hier? Nee, war das ein. Da oben hoch und dann. Vielleicht komme ich auch. Sind das meine Seelen da hinten, die da so leuchten? Nee, ne? Lol. Doch, ich glaube, da komme ich mit diese Gasse hin. Guck, wie viel Schaden der nimmt. Der tanzt einfach in den Tod. So. Zack und zack. So. Jetzt müsste ich eigentlich hier links in die Gasse kommen, wo meine Sachen liegen. Ja, wir holen uns erstmal wieder. Was ist das jetzt hier? Ah, jetzt kann ich zu dem Armbrustboy kommen. Ah, zu nah dran. Ah, da! Oh, was mache ich gerade? Das war mega dumm. Das war überhaupt nicht klug von mir. Ich möchte mich entschuldigen. Au. Was ist denn jetzt hier los? Das ist total die Falle. Okay, das ist eine sehr unangenehme Situation, weil ich hier auch nicht mehr rauf... Doch, komm ich. Ach du Scheiße. So, ich wusste ja nicht. Ich hatte ja keine Ahnung. Das machen wir gleich nochmal in Ruhe. Da habe ich mich in eine schwierige Situation begeben. So, erstmal holen wir uns hier das. Du kommst nicht an mich ran, brauchst dich gar nicht bemühen. Glaube ich zumindest. Okay, so, der ist ja schon so ein bisschen, aber da oben der Pinöppel, das gefällt mir nicht. So, der trifft immer nur die Zinnen da oben. So. Aber ich krieg ihn leider, warte mal, habe ich nicht hier auch so einen Pfeil, so eine Harpune, die ich auf den schleudern kann? Warte, ach dumm.
hab doch eine. Was? Welche waren das? Die linke, glaube ich, oder? Oder welche ist das? Hab ich getroffen? Mist. Na, das ist ein bisschen schwierig, gleich beschossen zu werden und gleichzeitig den Typ hier zu managen. Kann ich den vielleicht blocken von hier? Ja. Wir dich. Na? Na? Komm, komm, komm. Zu Tode geblockt. Oh, wir haben Schlüssel bekommen. Zu Tode geblockt. Aber ihn können wir nicht zu Tode blocken. Ich weiß nicht genau, wie ich an ihn rankomme von hier. Ah. Oh, ich habe doch einen Schlüssel bekommen. Ich habe doch einen Schlüssel bekommen. Ah, das war für diese Tür. Die ist etwas unscheinbarer, aber sie funktioniert. Was ist denn das hier? Ein Käfig? Was war hier eingesperrt? Oh, das ist ein Hebel. Was ist denn das für eine Idee gewesen? Wie komme ich denn da jetzt rein? Ist das etwa ein Rätsel? Wie komme ich daran? Hm. Was tropft da runter? Kann ich irgendwo kann ich interagieren? Ich, da. Was habe ich jetzt gemacht? Ist das Buch... Nee, es ist nicht verkehrt rum. Ich dachte, das wäre verkehrt rum. ach, ist jetzt hier wieder... Ah, okay. Blutsuppe. Hi, ja. Hallo. Kommst du, oder? Hallo. Hallo. Ich will nicht in die Suppe rein. Du willst mich da reinlocken. Das macht er mit Absicht. Okay, krass. Das war ein guter Schwingschwung. Ja, aber ich muss trotzdem jetzt durch die Suppe laufen, befürchte ich. Lauf, 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 lauf. Lässt sich halt nicht verhindern. Oh, der trägt mich nicht. Klippo, ich bin in der Animation. Haben wir hier? Da ist noch eine Kiste. Kein Feind? Nur eine Kiste? Das kommt mir wie eine Falle vor. Ammonia-Verstärke. So, hier muss aber noch was rumlaufen. Wir müssen auch alle Gegner besiegen, damit sich das normalisiert. Oder wie war das? Ach, hat sich das gerade normalisiert? Nee, da ist immer noch dieser schwarze Rand.
Dann muss hier noch irgendwo was sein. Da ist Sackgasse. Da geht's ja noch runter. Ach Gott, die Typen schon wieder. Unangenehme Genossen. Pusti-Pust. Spratzen die mich an. Nicht nachgefragt. Hey, ich bin in der Animation, ihr könnt nichts machen. So, da zerbröseln sie und zerfallen zu Staub. Und damit haben wir, glaube ich, diesen Dungeon verlassen. Jetzt können wir uns wieder frei bewegen. Und der Hebel ist frei. Ha! Das kam von der Seite. Die Tür ist offen jetzt. Ah, alles klar. Kann man das im weitesten Sinne als Shortcut verbuchen? Kaputte. Da waren wir schon, da ist die Kiste. Aber die Frage ist halt immer, wie man da wieder hochkommt. Hier runter, das ist ja der Weg, den kennen wir schon. Also, jetzt haben wir hier noch den Schmied, aber wir haben nichts mehr hier, wir haben keine Flasche mehr. Ist die Frage, ob es das jetzt, dann reicht im Zweifel ein Treffer und wir sind platt. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt riskieren muss jetzt. Der ist ja durchaus nicht unmächtig. Einmal falsch pariert und wir sind kaputt. Ich glaube, das muss ich gerade nicht haben. Und ich will mal den Typ jetzt finden, der die ganze Zeit redet. Siehst du, sowas meine ich, ne? Also, erstmal kurz ausruhen. Und dann können wir mal unsere Seelen ausgeben. Wir können das Schwert verbessern oder wir können uns selber verbessern. Das ist ja beides eine Möglichkeit. Wir kriegen mit... Damit kriegen wir auch mehr Angriffskraft. Und Gesundheit ist auch immer echt wichtig. Ausdauer finde ich auch immer sehr wichtig. Kriegen wir aber immer nur 5 pro Level ab. Und dann finde ich ja, Angriffskraft ist ja schon irgendwie... Da kriegen wir auch schon 50 pro Level. So, mehr können wir nicht. Ja, das hat sich aber schon gelohnt. Okay. Dann müssen wir alles normal machen hier. Hallo. Ja, immer noch 3 Schläge. So, den Schmied machen wir auf jeden Fall noch. Ach Gott, was ist denn da? Den vergesse ich schon wieder, den Typ. Unnötig viel Schaden genommen. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Wir gehen jetzt zum Schmied. So. Die beiden heilen sie. Müssen wir. Ach ja, das war die Nummer. Jetzt nehmen die wieder super viel Schaden. Ich liebe es. Wir müssen quasi nichts machen. Hallo. Ne, wir lassen das mal mit deinem komischen Werfen. Tschüss. Oh, der hat noch einen. So, jetzt. Okay, dann können wir uns einmal durchheilen und jetzt gehen wir zu dem Schmied. Ist hier noch irgendwas anderes? Ne, nur der Schmied, ne? So, kann ich. Ich kann den aber nicht backstabben. Das finde ich ein bisschen schade. Der hat ganz schön Wumms, der Typ.
Mist. Okay, falsch geblockt. So. Also das Blocken ist wichtiger als Schlagen. Tatsächlich, also Parry ist wichtiger als Schlagen. Ich habe auch jetzt gerade noch was ausrüsten. Hätte ich ausrüsten können am Bonfire, habe ich nicht gemacht. Hat er was Neues. Hallo, kann ich die Schmiede leider nicht nutzen? Oder? Kann ich? Nö. Nicht jede Schmiede ist nutzbar. Oh, da ist eine Dreierbande. Und hier geht's. Da ist noch ein Item. Barrikaden. Warum haben die alle Barrikaden errichtet? Gegen wen haben die gekämpft? Also hier sind zwei. Ne, das ist der gleiche Eingang. So, dann hauen wir jetzt die drei da weg. Hallo Leute, mit wem fangen wir an? Vier sind es sogar. Ja, ich muss ja was machen, ne? So schön ich das finde, aber wir wissen alle, worauf es hinausläuft, also. Oh, guck mal, der spielt ja seine. Was ist das? Eine Banjo oder was ist das? Es tut mir leid, Leute, ihr habt angefangen. Ich hätte euch alle einfach spielen lassen. Aber ihr musstet ja unbedingt frech werden. So, hier ist Shortcut. Oh, damit können wir die Waffen verbessern. Ah, hier ist wieder so eine Suppe. Ah, so ein Fiesling. Jo, let's go an dem vorbei. Ja. So, wir kämpfen hier oben, das sind wir lieber, ehrlich gesagt. Kommst du runter oder soll ich. Kommst du hoch? Ja, ne? Okay, der ist einfach nur. Der ist ganz. Ein ganz zorniger. Ich plündere sein Haus. Kommst du nach oder? Ah, ja, da bist du ja. Eine alte Gabel. Oh, den Schrein. Ich dachte, da hätte ich was lesen können. Offensichtlich doch nicht. Noch eine Truhe. Ist hier eine Falle? Oh, was ist das? Hi. Das war, du warst doch gerade eben erst da. So. Plans are worth naught but planning. More. It is known that no plan survives contact with the enemy. And that's why I have you, friend dearest. Onwards! It is known that no plan survives contact with the enemy. And that's why I have you, friend dearest. Onwards! Die lesen alle das gleiche Buch. Harmonia Expansion. So, er ist weg. Alles klar. Oh, was für ein Gemälde. Guck mal, das ist ein schönes Gemälde. Leicht zerkratzt. So, die Suppe geht nicht weg, auch wenn der besiegt ist. Zur anderen Seite geht es auch raus. Müssen wir durchlaufen, oder? Da sind wir ja schon, ja, müssen wir da durchlaufen mal jetzt. Die andere Seite der Barrikade. So, was haben wir denn hier Feines? Oh, da waren wir offensichtlich noch nicht. Auf der Seite könnte ich aber hin über das Dach. Das ist einfach nur so ein frecher Holzfäller. Ach, da komme ich einfach auch normal runter. Gucken wir erstmal hier in der Ruine. Was ist denn hier? Hi! Ah, noch einer. Ah,
Tschüss. Dieses Token da, was ich ausgerüstet habe, dass der Schaden, also dass der Gegner Schaden nimmt, wenn er mir schadet, ist glaube ich auch recht mächtig. Ist die Tür zu? Ist die Tür auf? Ah, sie geht auf. Hier ist doch so ein Ort der Gnade hier. Kann ich doch rasten oder was ist hier los? Und wir können schmieden. So, lass mich mal gucken. Wir sind jetzt die ganze Zeit mit der Hellebarde unterwegs. Das wäre Quatsch. Die jetzt zu ignorieren. Deswegen, wir nehmen mal... Wir haben doch bestimmt wieder jetzt ein paar von diesen Seelen da bekommen. Hier. Haben wir noch mehr davon? Haben die unterschiedliche Stärken? Sowas könnten wir auch mal gut machen, ne? Oh, sowas hier, guck. Da haben wir sogar 6 Stück von. Haben jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin. Okay, gibt's noch mehr davon? Ah, das ist auch ganz interessant. Ich glaube, wenn wir irgendwann viele Gegner haben, können wir das hier mal gut machen. Können wir ein bisschen farmen. So, wir bleiben bei der Hellebarde und setzen die mal auf plus 3. Und das könnten wir sogar machen, uns fehlen ein paar Cent. Sparen wir die, oder was? Ja, ne? Was ist hier mit der Troller? Hallo. Pulcinella. Go forth and compose carnage. Go forth. Ja, der will, dass ich halt, der will mich richtig anstacheln, der Typ. Oh, warte mal, ist das hier ein Bossraum? Könnte das vielleicht sogar ein Bossraum sein? Hinter dieser Tür. Pass auf. Gibt's hier noch vielleicht Gegner, dass ich ein bisschen farmen kann? Darf mich aber nicht verlaufen. Könnte ich vielleicht noch meine Waffe einmal upgraden, wenn ich jetzt hier ein paar... Die sind alle schon weg. Ich müsste einmal rasten wahrscheinlich. Und wir wollten uns eh nochmal angucken, was ich da Neues habe. Warte, was hatte ich da jetzt gerade gefunden? Hä, hat er das gar nicht zu Ende gemacht? Guck mal, das hatte ich gar nicht zu Ende gemacht. Also, wir könnten, was kosten die Level? 958, ja, wir könnten auch uns selber leveln, statt des, alter Schwede. Es fehlt halt einfach wirklich nur ein kleiner Klumpen. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ist besser, ne? Wir sparen uns das mal eben auf. Aber hier haben wir noch einiges Neues. Dauer aller Waffenanreicherungen. Mehr Elementarschaden, das wäre auch nicht schlecht. Vielleicht ganz gut, sich auch auf die Stärkeren zu konzentrieren. Wenn deine Gesundheit unter einer gewissen Schwelle liegt, kannst du Angriffe effektiver parieren. Ist auch nicht schlecht. Physische Verteidigung wird erhöht. Wo kommen wir denn da hin? Töten eines Gegners wird kurzfristig den durch schwere Angriffe verursachten Schaden. Ja, das können wir natürlich alles nicht leisten, aber wir können schon mal planen, wo wir lang gehen wollen.
Ja, das, also es gibt leider nicht so einen richtig geilen Parry-Weg. Das können wir uns halt noch nicht leisten. Ich glaube, wir warten dann noch. Und dann gehen wir einfach hier hin. Das ist das Einzige, was ich gerade mit Parry so finde. Das Töten eines Gegners stellt einen kleinen Anteil deines Gesundheitsmaximums wieder her. Finde ich ganz gut. Oh, das Ausführen eines Todesstoßes gegen einfach, gegen einfache Gegner. Ja, okay. Einfache Gegner. Ja, finde ich aber ganz gut. Machen wir das jetzt. Dann müssen wir das aber auch noch ausrüsten. Hier, was nehmen wir denn raus dafür? Das wäre dann das. Ja, finde ich okay. So. Jetzt habe ich hier eine kleine Rast eingelegt. So, wo war jetzt noch ein Weg? Ihr habt gesagt, da war noch ein Weg, ne? Habt ihr das nicht gerade gesagt? Hier kam ich doch her. Oh, ai, hi. Hi, hi. Hier war ich auf jeden Fall schon. Welchen Weg habe ich denn verpasst? Ich glaube, der hat sich gerade selber getötet. Hier. Warte, hier waren wir noch nicht. Ah, warte. Doch, hier ist ja gar nicht. Doch, hier geht's runter. Da, stimmt. Der Baumfäller war hier noch. Ja. Und die Truhe. Ja. Gibt es ein bisschen Leben zurück, ne? Aber der ist wahrscheinlich hier stark, der Axtboy. Autsch. Naja. Ja, so. Yeah, Maskenscherbe des Holzfällers. Maskenscherbe des Holzfällers. Da ist noch ein Holzfäller. Jetzt haben wir auch genug Geld, um die Waffe nochmal aufzuleveln. Hat er mich schon entdeckt? Nee. Soll er sich noch ein bisschen müde machen? Schau einer an. Guck mal hier, jetzt sind wir da. So, mein Freund. Zack. Zack. Und tschüss. Der steht nochmal auf. So, jetzt aber. Tschüssikowski. Ja, also parieren ist hier das A und O. Parieren ist wichtig und gut. Geflügelter Monarch. Der geflügelte Monarch machte frühe Versuche zum Aufbau von Handelsbeziehungen äußerst schwierig. Er griff regelmäßig jede einzelne Handelskarawane an, die gezwungen war, das Gebiet zu durchqueren. Mhm. Der geflügelte Monarch. So, den haben wir auch. Wir können jetzt auch hier schmieden. Ist eigentlich egal.
Das war überhaupt nicht mein Plan. So, jetzt nehmen wir mal die Hellebarde. Und bam, haben sie jetzt mal wunderbar schon auf plus 4. Das ist hervorragend. Und dann können wir das andere Geld nochmal nehmen, um uns selber ein bisschen zu leveln. Oder? Ey, hallo Maxim. Alles in HP. Yes, Sir. Ich brauche keine HP. HP ist für Leute, die getroffen werden. Ich werde ja nicht getroffen, Maxim. Aber ich mache das trotzdem. So, und ich glaube fast, du weißt das wahrscheinlich, du weißt immer alles vor mir, Maxim. Aber ich glaube, dass wir hier jetzt einen Boss haben könnten. Hallo. Der alte Gärtner. Tschüss. So, hier hoch und dann links. Hier ist wieder Action. Hier war doch noch ein zweiter Hanselmann, oder? Ja. Bam und bam. So, der hat aber gar nichts zustande gebracht. Okay, jetzt hier links. Und eventuell, ich weiß es ja nicht. Aber es scheint, also wenn, dann hier. Ich glaube, ich sollte hier einmal noch ausruhen. Sonst werde ich wahrscheinlich bei dem anderen Bonfire, wenn ich sterbe, wieder belebt. Das will ich ja nicht. Vielleicht können wir uns sogar noch ein Level leisten. Ich meine, Gesundheit ist insofern natürlich wichtig, wenn man eh alles über Parry macht. War da eine Truhe? Habe ich die übersehen? Habe ich eine Truhe übersehen? Warum habe ich denn das gemacht? Wo war die? Mist, jetzt muss ich nochmal zurück. Nee, jetzt gucken wir hier rein. Ich will jetzt wissen, ob hier ein Boss ist. Truhe kann warten. Das ist auf jeden Fall ein Boss. Die Ladung aller Maskenverse geht automatisch verloren, wenn der Maskenlose den Bereich eines Gegnerbosses betritt. Manche Maskenverse sind so stark, dass sie gegen diesen Effekt immun sind. Ist mir doch egal, ich will jetzt... Alles klar, hi. Kennen wir uns? Nee. So, den. Dann muss man den nur parryen. Curtis. Ich schlag gar nicht. Ich parry nun. Oh. So, Curtis. Ich habe gar nicht geschlagen, einfach nur. Also einfach nur Parry, Mann. Der Rest kommt von alleine. Geht die Tür wieder auf. So, aber das ist doch mal so eine richtig schöne Kathedrale. Schlagen. Wisst ihr, das Problem mit dem Schlagen ist, es dauert halt eine Weile hier. So, und in der Zeit, wo ich schlage, kann er eventuell auch einen Schlag anbringen.
Das ergibt jetzt, also ich weiß nicht, wie sich das im Laufe des Spiels weiterentwickelt, aber offensichtlich gibt es einige Gegner, bei denen das Schlagen überhaupt nicht nötig ist, sondern man muss einfach parryen. Und wenn es ein Fenster gibt, okay, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Jetzt wird es ja wahrscheinlich noch Gegner geben, die nicht so einfach zu parryen sind wie der jetzt. Aber ja, das Grundprinzip sollte so bleiben, ne? So, da ist eine kleine Pforte. Machen wir erstmal die auf. Nö, die geht gar nicht auf. Und... ey, Laura Laurent. Super Braumeister. Sicher jetzt erst. Pablonski und Peyton. Morgenstern. Vielen Dank für den Support. Da ist nicht. Ist das. Nee, das ist ein Stuhl. Ich dachte. Gesegneter Ritter Teil 2. Zeugnisse von den Taten des Ritters wurde in das gesegnete Großschwert eingraviert, das ihm von der Kirche der Maya verliehen wurde. Ah, okay. Öffnen. Ey. So. Oh, einen neuen Rapier. Was kann der denn? Klebt da was an der Wand? Nee. Was kann denn dieser neue Rapier? Ist ja ein sehr schneller Kollege. Bei Schläger, das haben wir doch auch. Das heißt, wir könnten das sogar verwenden. Was ist denn das für eine Waffe? Oh. Und. Oh, okay. Ja, aber unser Rapier ist auf plus 4 hier. Unsere hier, Pike. Jetzt habe ich immer noch nicht diese eine Kiste da geholt. Oh, 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 oh. Was ist denn das? Ein Magier. Wisst ihr was? Wir haben 15.000 Mark. Bevor ich jetzt irgendwo hingehe, werde ich jetzt ableveln. Ist ja Quatsch jetzt hier, die Gegend zu laufen. 1.000.000. 15.268 Mark. Na, hast du mir dazu irgendwas zu sagen? Na, ich dachte, du hast ein Lob für mich. So, also, wir machen jetzt Folgendes. Erstmal, ich glaube, ich kann meine Waffe nicht weiter auf leveln, weil mir fehlen Ingredienzien, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich brauche Festit Nuggets. Ich könnte natürlich jetzt auch eine Zweitwaffe aufleveln, aber das Geld benutze ich dann lieber, um mich selber zu leveln. So, wir bleiben mal bei Leben ist schon echt cool. Bisschen davon. So, beides auf 20. Vielleicht ein bisschen Ausdauer noch. Finde ich gar nicht schlecht. Man muss sich ja auch auf Sachen konzentrieren können, ne? Das war's schon, mehr kriegen wir nicht hin. Das war ein großer Schritt jetzt, oder? Die Maske kann man auch leveln am... Ja, stimmt. Hier, da. Ein Todesstoß gegen alle Fernkampfmaskenferse auf. Ja, ich weiß nicht, das ist, scheint mir schon... Ach, warte, das, die kann man auch leveln. Die kann man auch leveln. Ja, hallo, das ist ja gut zu wissen. Denn ich möchte ja... Warte.
Den finde ich ganz interessant, weil das meine einzige Fernkampfwaffe ist. Und der auch. Aber da fehlt mir jetzt die Kohle für. Okay. Wollen wir nochmal da runter gehen, wo die Kiste war? Das wolltet ihr euch doch nochmal angucken. Das war doch dann... War das hier? Ne, das war unten beim Wasserfall. Das kann es nicht gewesen sein. Das hier, oder? Küste von Quinta. Aber ist das chronologisch? Jetzt, ne, warte mal, das war unten. Ne, 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 da gab es doch auch so eins. Ne, offensichtlich doch nicht. Hab ich mich getäuscht. Ich dachte, da war auch ein Bonfire. Aber da muss ich da zu Fuß hinlaufen. Na, sowas aber auch. Und zwar kam ich da, ja, ich war das hier durch? Das hab ich schon ja alles vergessen. Ja. Ja, der hat eine schnelle Klinge, so. Dann war das hier runter. Ist ja alles noch Marmor. Ah, da war sie schon. Ah, gut, der nervt mich. Seht ihr das? Das habe ich einmal geschlagen. Das ist total Quatsch. Lieber schön. So. Parry 3000. So, war das? Das war die Kiste, die ihr meintet, ne? Die habe ich übersehen. Willensstarkes Banner. Was macht es denn, das willensstarke Banner? Warte. Nee. Da. Kann ich jetzt hier nicht ändern? Kann ich das einsehen? Da. Was ist denn jetzt da? Willensstarkes Banner. Lenke Kraft in deiner Hand, schlage auf den Boden und fessle einen Ausbruch von Adore, der Gegner in der Nähe erfasst. Klingt spannend, brauche ich aber. Oh, 15 bei Magier. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt mein Level gerade. Okay, also. Aber gut zu wissen. Gut, dass wir es haben. Und. Die Mucke ist ja schon auch ein bisschen geil. So. Metal Ape, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut, danke, dass du da warst. Lass es dir gut gehen. So, hier war links dieser Magier. Hier rechts gucken wir mal auf die Treppe rauf. Was haben wir? Die Stufen hier, was haben wir hier? Oh, ein alter Wurzelbaum. Ah, guck mal, hier ist noch so ein Dings. Nehme ich natürlich gerne mit. Wie schön lang unser Lebensbalken jetzt gerade ist. Oh hier, warte, was ist, was, wer seid ihr? Die sehen magisch aus. Gefährlich sehen die aus. Okay, und die sind schnell. Schön kontern oder wie sieht das aus? Ja, ich hau ihn jetzt einfach. So. Da muss man ja eindeutig in den Nahkampf. Dann löst es sich auf. Ja, was Sackgasse. Die gehen nicht auf.
Die Mönche, die sich der Göttin verschrieben hatten, konnten sich der Stagnation widersetzen, aber das Volk wurde dem Orden gegenüber bald gewalttätig. Die armen Leute, die armen Mönche. Kann leider nicht die Leiter anspringen und dann an höheren Sprossen entlang hangeln, das geht leider nicht. Schnipsel des Kano-Xbox. Wo sind wir jetzt hier? Ist das ein Shortcut? Zu einer mir bekannten Stelle? Guck mal hier. Da sind wir. Hier sind wir auf der anderen Seite der Barrikaden. Da ist der Schmied, oder? Ach was? Von der anderen Seite hätte ich die aufbekommen? Ich hätte das Gefühl, ich war schon in dem Gebäude. Komme ich von der Seite rein? Hier müsste der Schmied sein, oder wie ist das? Ja, da ist er. Orientierungs-Nils 3000. Was ist denn, wenn ich jetzt hier mal rüberspringe? Da war diese Partygesellschaft. Oh, da bist du wahnsinnig. Ja, ich wünschte, ich könnte das machen. Ich weiß nicht, wie ich an dich rankomme. Ich habe diese beiden Fernkampfwaffen, oder? Ja, das hat überhaupt nichts gebracht. Das war leider nicht die Fernkampfwaffe. Ja, blöd. Das ist ein bisschen blöd. Wie komme ich denn da? Es muss doch hier irgendwie über die Dächer gehen. Vielleicht von hier und dann da hoch. Ich glaube, das ist es. Guck mal, hier sind auch feine Dächer da. Obwohl, ja doch, da. Ich traue mir das zu. Nee. Ah, nicht so hundertprozentig. Ich glaube doch von der anderen Seite. Was der auch für eine Frequenz hat, ne? Der schießt. Oh fuck, komm ich hier nicht mehr rauf, doch. Ah, okay. Na, schieß. Komm. Was ist los? Jetzt habe ich Zeit für dich. Es ist herrlich. Oh. Hinter dieser endlosen Fassade befinden sich nur dann eine flüchtige Atempause, wenn sie Passanten aufschlitzen und verstümmeln können. Vielleicht harmoniert das Gemetzel der Klingen mit ihren scharfen Zungen. Hier ist es ein bisschen zynisch. Oh, hier ist so ein Johnny Boy. Ah, da hinten ist noch ein Item. Ah, egal, wir gehen mal eben hoch. Ah, warte, da muss ich auch noch gegen kloppen, oder was? Ne, warte mal, das war doch nicht interagieren. Doch, das ist interagieren. Da muss ich hier noch was machen. Oder wie? Was?
ich das gerade checken? Erstmal, das macht mich ganz nervös, dass ich das nicht hab. Ah, das! Jetzt sehe ich es, da ist der dritte Kreis, okay. Ja gut. Einfach schnell sein. Zack. So, wo ist jetzt der... Nee, das muss... Warte. Das kann es doch nicht sein. Oder ist die Reihenfolge... Oben auch irgendwas? Wie komme ich denn da ran? Nee. Vielleicht von da? Nee, da kann ich da nicht rüberspringen. Das ist sehr rätselhaft. Hier rauf. Und jetzt soll ich, aber komme ich da nicht rüber. Nee, das ist irgendwie komisch. Was ist denn der Plan? Hier ist noch was. Jo. Frage ist, ob ich den überhaupt brauche oder ob das einfach eine Verarsche ist. Ich lasse den mal in Ruhe. Zu langsam. Na, bisschen zu langsam, okay. Machen wir es jetzt. Machen, glaube ich. Ja, scheiße. Oh, ich bin aus Versehen gerollt. Ich wollte sprinten und dann im letzten Moment abspringen und bin aus Versehen gerollt. Oh Gott. So, boah, meine Güte. Oh, Meteoriteneinschlag. Das klingt eigentlich ganz geil. Tschüss. So. Was ist das? Ah, oh. Isn't my number one fan. Hallo. Kann ich mit dir reden? Willst du mir noch irgendwas sagen? Und so endet die Geschichte vom Magier. Pulcinellas Reaktion wirft viel Zweifel auf. Wer ist er wirklich und was ist mit ihm passiert? Und was hat das alles mit den Ereignissen aus den Notizen zu tun? Erst die Zukunft wird es zeigen. Na gut, da ist er weg. Hier gibt es jetzt schon wieder so viele kleine... Kann man natürlich mit so einer helle Bade schwer kämpfen mit einem so engen
Tunnelgang. So, da ist wieder die Bühne. Da geht's auf die Dächer rauf. Die sind alle ganz schön verrückt hier. Da ist noch eine Kiste. Wer bist denn du? Komm. Die müssen auch richtig verwirrt sein, dass ich mich nicht wehre. Kann ich mir vorstellen. Tschüss. Oh, da geht er down, der Coilenboy. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. So, ist das etwa unser Erzfeind da drüben? Ich glaube, das ist unser Erzfeind. Haben wir ihn endlich. Und eine schöne Belohnung. Schöne Belohnung. So. Dann. Den ignorieren wir. Na, wir wollen ja eher hier hin. Die Küste aufmachen. Yes. Na. Es geht ab. Yes, ich bin's, dein Gewissen. Ach, hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Ich finde dich toll. Na? Na, Nils, wie geht's? Nani. Gut, spielst du gleich oder was machst du? Ja, das ist nämlich das Ding, genau. Also, lustigerweise, ich habe ja die Demo gezockt, also alles, was du da jetzt gerade machst, habe ich ja schon mal gemacht. Auch schon so weit, wie ich jetzt bin? Ja, ich habe den ersten Boss schon gelernt. Genau, und danach wahrscheinlich, die Demo endete wahrscheinlich am ersten Boss, oder wo endete die? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall habe ich da nicht weitergespielt. Das Ding ist halt, ich konnte sogar meine Demo-Spielstand laden, aber dann ist das Spiel abgestürzt. Es wird eigentlich nicht supported. Die Entwickler haben auch gesagt, man soll es nicht machen. Und ich hätte halt Bock, damit ich nicht nochmal das Gleiche zeigen muss, was du jetzt hier schon gemacht hast und was ich auch schon mal gemacht habe, würden wir halt gerne irgendwie, haben wir überlegt, den Spielstand von dir zu mir zu kopieren und dann könnte ich einfach nahtlos sozusagen Staffelübergabe weiterzocken. Das habe ich doch sogar gestern vorgeschlagen. Das können wir gerne so machen. Ich bin auch jetzt auch fertig. Ich suche ehrlich gesagt nur einen Punkt, wo ich gut übergeben kann sozusagen. Hey, warum haust du mich denn? Ja, deshalb wollte ich nämlich fragen, wie lange du jetzt noch denkst. Ja, ich würde jetzt aufhören. Ich würde jetzt hier, ich suche noch rausschmeißen. Ne, guck mal, ich gebe dir hier noch hier so die Kiste und so. Ich wollte dir auch alles geben, was ich habe. Guck mal, Blutlust. Das ist doch zum Beispiel eine Sache, sei ehrlich. Daran bist du interessiert. Was ist denn? Was das ist? Ist das eine Waffe? Es ist Blutlust in jedem Fall. So, guck mal, ich glaube, hier nähern wir uns jetzt. Aber dann muss ich ja den Boss nochmal machen. Ne, wieso? Hast du den schon gemacht? Ja. Ich suche jetzt wirklich? Nur. Hä? Ja, klar. Sicher? Ich bin hier. Ja. Ja, du weißt ja gar nicht, welchen Boss ich meine. Also. Naja, der erste Boss wird der Tutorial-Boss gewesen sein, oder nicht? Nee, hier in dem Level Glück der oder Boss. So. Hm? War das hier so ein Glücksritter? Hier in dem Level noch nicht. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob mir das jetzt verkauft bekommt. Ich suche jetzt noch kurz das Bonfire, das war hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich hast du ihn einfach nicht so gut gemacht. Das glaube ich schon, dass ich ihn nicht so gut gemacht habe. Hier war die Sackgasse? Warte mal ganz kurz. Hier war doch irgendwo. Also, Nikola sagt mir immer, du spielst ja auch Strategiespiele, weil es mit den Reflexen halt nicht so ist bei dir, wie bei mir. Ja, da kannst du ja gleich unter. Da ist es, siehst du wohl. Eine Sache hast du mir voraus, das gebe ich zu, ist der Orientierungssinn. So.
Okay, dann verabschiede ich mich jetzt hier schon mal aus dem Stream und. Was willst du gelevelt haben hier? Du, keine Ahnung, mach einfach, wie du es machen würdest, wenn du weiterspielen würdest. Ich schlage mich dann mit deinem Bild rum. Erstmal müssen wir überhaupt hoffen, dass das ja klappt mit diesem Spielstand. Das geht schon irgendwie. Das können wir schnell gehen. So, geil. Ja, ich schicke dir das rüber. Viel Spaß. Und bis gleich bald. Ne? Genau, bis gleich. Ciao. Tschüss. So, und an dieser Stelle werde ich nämlich jetzt das machen wie besprochen. Ich übergebe jetzt meinen Spielstand an Eddie und ich weiß nicht, ob er damit was anfangen kann. Wir sind schon Level 26. Das ist natürlich, weiß ich nicht, nichts für Anfänger. Aber er wird das schon gut machen. Ich hoffe mal, das klappt, wenn ich ihm einfach meinen Steam Spielstand rüberfaxe. Und kleines Fazit möchte ich noch ziehen. Ich finde das sehr unterhaltsam. Also ich mag die Welt, ich mag diese italienische Landschaft und diese ganzen Bauten mit ihren Terrakotta-Dachpfannen und so. Ich mag auch, das ist ähnlich wie bei Lies of P und so, dieses Mysteriöse, was ist da eigentlich vorgefallen? Dieses hinter den Kulissen alles so ein bisschen wahnsinnig und so. Das gefällt mir schon ganz gut und ich bin ja auch seit Sekiro so Parry-Fan und dieses Parry-System funktioniert einfach sehr gut. Sehr, sehr Parry-lastig tatsächlich. Also Parry ist eigentlich offensichtlich sehr, sehr mächtig, mächtiger als Schlagen. Das heißt, wenn ihr das spielt, konzentriert euch auf jeden Fall darauf. Und ja, das war's von mir. Schreibt mir gerne in die Comments, wie es euch gefallen hat. Und tschüss und auf Wiedersehen. Und dann könnt ihr bei Eddie weitergucken, wenn ihr wollt. Tschüss, tschüss.